Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich meinen Lesemonat Februar für euch. Der Februar war so einer dieser Monate für mich, wo es sich im Laufe des Monats so angefühlt hat, als ob ich richtig viele Bücher gelesen habe, so richtig überdurchschnittlich viele, viel mehr als ich sonst schaffe in einem Monat. Letztendlich war es aber doch ein vollkommen durchschnittlicher Lesemonat für mich, zumindest was die Anzahl der Bücher angeht. Ich habe nämlich 4 Bücher beendet. Aber dafür war es qualitativ ein sehr guter Monat, denn es waren wirklich einige Highlights dabei. Ich freue mich darauf, euch jetzt ein bisschen mehr über die einzelnen Titel erzählen zu können. Und wie immer, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und schreibt mir euer Lesehighlight aus dem Februar in die Kommentare. Los ging der Februar für mich mit einem Buch, das ich noch aus dem Januar mit rübergenommen habe und das auch einfach das schlechteste Buch in diesem Lesemonat ist. Und zwar dieses hier, Du oder Sie oder Beide von Maike Stein aus dem Magellan Verlag. Vor dem Lesen wusste ich überhaupt nicht, worauf ich mich hier einlasse. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Contemporary-Roman für Jugendliche mit Fantasy-Einschlag. Es geht hier um die Zwillingsschwestern Lena und Zoe, die an eine neue Schule kommen, nämlich ein Internat, das direkt an einem See gelegen ist. Sie wechseln die Schule, weil sie so ihren Leistungssport Schwimmen weiter ausbauen können. Denn es gibt an dieser Schule ein Schwimmteam und auch eine Schwimmstaffel, die in diesem See trainiert. Eine sehr aufregende Zeit für die Mädchen, die sich nämlich eigentlich sehr darauf freuen, ja, endlich an der neuen Schule loszulegen. Aber ihre Ankunft an der neuen Schule wird einerseits davon überschattet, dass sie schon in der Zeit vorher beide regelmäßig Albträume haben oder sehr merkwürdige Träume haben, in dem es immer um einen See geht. Außerdem erfahren sie dann direkt, nachdem sie an der neuen Schule ankommen, von dem Mythos über die weiße Frau. Diese weiße Frau soll in eben jenem See ihr Unwesen treiben. Und es gibt dann auch schon ziemlich schnell so ein paar Hinweise darauf, dass dieser See wirklich ein Geheimnis birgt. So stellt sich halt ziemlich schnell die Frage, gibt es diese weiße Frau wirklich? Ist an dem Mythos etwas dran? Und vor allem auch, was hat es mit diesem Fluch auf sich, der angeblich auf diesem See liegen soll, nachdem vor allem Zwillinge an einem bestimmten Tag des Jahres seit Jahrhunderten dort ertrinken. Sind vielleicht auch Zoe und Lena in Gefahr? Das ist die Frage. Jedenfalls kommt dieser eine bestimmte Tag in großen Schritten immer näher. Klingt alles sehr düster und gruselig, aber ich muss sagen, dass beim Lesen bei mir weder Spannung noch irgendwie eine unheimliche Atmosphäre angekommen sind. Es hat einfach super lange gedauert, bis ich hier irgendwie angekommen war in diesem Buch, bis mich die Handlung so ein bisschen mitgerissen hat. Es plätschert einfach sehr lange, sehr vor sich hin. Es dauert wirklich eine ganze Zeit, bis einfach wirklich mal was, also richtig was passiert, was die Handlung dann auch mal wirklich vorantreibt. Auch vorher gab es Momente, in denen irgendwie Spannung hätte aufkommen können, aber die ist bei mir halt einfach nicht angekommen. Vor allem lag das hier auch an den beiden Mädchen, an Lena und Zoe. Und ja, ich muss sagen, dass ich fand die einfach echt merkwürdig, beide. Und sind beide halt super unterschiedlich und beide sind halt einfach, ja, ich weiß nicht. Und es gab halt hier auch so ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt eigentlich unnötig, hätte nicht wirklich sein müssen. Und dass Lena und Zoe ein bisschen komisch sind, das zieht sich halt auch wirklich durch das ganze Buch. Sie treffen manchmal Entscheidungen, wo ich denke, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist total unlogisch. Und manche Sachen waren auch einfach voll unlogisch für mich. Vor allem auch gegen Ende. Also da habe ich mir einen Kopf gepackt und habe gedacht, nee, also nee. Wie gesagt, absolut kein Highlight für mich und würde ich auch nicht weiterempfehlen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, hat mir dafür umso besser gefallen. Und zwar Die Sullivan-Schwestern von Catherine Ormsby, erschienen bei CBJ. Hier geht es ebenfalls um Schwestern, nämlich um Murphy, Claire und Eileen. Früher hatten die drei wirklich ein sehr, sehr enges Band, vor allem auch, weil ihre Mutter sehr viel arbeitet, sehr wenig zu Hause ist. Das hat die drei halt einfach so ein bisschen zusammengeschweißt. Aber in den letzten Jahren hat sich das sehr geändert. Die drei haben sich vollkommen entfremdet, sie haben Geheimnisse voreinander und sie streiten sehr viel. Im Detail geht es jetzt hier darum, dass die älteste der Schwestern, Eileen, eines Tages ganz unerwartet einen Brief von einem Anwalt bekommt.
Und in diesem Brief wird sie darauf aufgefordert, sich mit diesem Anwalt zu treffen. Und daraufhin erfährt sie, dass sie und ihre Schwestern geerbt haben. Ein Haus in einer anderen Stadt. Dies kommt wirklich vollkommen unerwartet. Und Eileen wittert hier aber wirklich die Chance auf einen Neuanfang. Nur Eileen erhält diesen Brief, weil das Erbe erst komplett ausgespielt wird an die Mädchen, wenn alle drei, ich glaube, 18 geworden sind. Eileen ist 18, deswegen erfährt sie schon von diesem Erbe, aber ihre beiden Schwestern noch nicht. Und in einer Nacht- und Nebelaktion macht sie sich dann auf oder möchte sich alleine aufmachen, um sich dieses Haus, dieses geerbte Haus anzuschauen. Aber Claire und Murphy erfahren von ihrem Vorhaben und es folgt ein Roadtrip der drei Schwestern ins Unbekannte. Die Handlung spielt nur an wenigen Tagen im Dezember, aber immer wieder eingeschoben sind Szenen von ein paar Jahren vorher. Und durch diese Einschübe merkt man einfach, wie sich das Verhältnis der Schwestern im Laufe der Zeit geändert hat. Man merkt sofort, dass sich die drei Schwestern einfach extrem nah gestanden haben. Und da fragt man sich natürlich, was ist passiert, dass das jetzt überhaupt nicht mehr so ist? Was man hier auch direkt merkt, ist, dass jede der Schwestern wirklich vollkommen unterschiedlich ist. Also es sind wirklich drei völlig unterschiedliche Charaktere. Das Ganze wird auch nochmal dadurch verdeutlicht, dass immer im Wechsel der Perspektiven erzählt wird. Murphy, das Nesthäkchen, wird nicht wirklich ernst genommen. Sie ist 14 Jahre alt und möchte ja halt auch respektiert werden. Außerdem bemerkt sie natürlich auch die extremen Spannungen, die zwischen Claire und Eileen herrschen. Und Murphy hat unfassbare Angst davor, was passiert, wenn Claire und Eileen eines Tages von zu Hause ausziehen und sie alleine zurückbleibt. Claire wurde ganz frisch von ihrer Wunsch-Uni abgelehnt und da sie ihre komplette Hoffnung auf diese eine Uni gesetzt hat, hat sie sich bei keiner anderen beworben. Das heißt, sie steht jetzt vor dem Nichts. Sie wird von Selbstzweifeln geplagt und halt auch der Frage, was mache ich jetzt? Was passiert jetzt? Was soll ich tun? Und Eileen, die älteste der drei, trägt seit 2 Jahren ein sehr, sehr großes Geheimnis mit sich herum, das sie zufällig erfahren hat, nicht erfahren wollte, nicht erfahren sollte. Dieses Geheimnis hat ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt und sie ertränkt ihren Kummer im Alkohol. Man merkt, keine locker leichte Kost, sondern ein Jugendroman mit Tiefgang. Und ich fand es ganz toll zu lesen, was die drei Schwestern jeweils beschäftigt und wie sie mit ihren Gedanken umgehen. Man verfolgt die drei dabei, wie sie sich auf die Suche machen nach einer möglichen neuen Zukunft. Denn ja, zufrieden in ihrem jetzigen Leben ist keine der drei wirklich. Aus diesem Grund kommt das Erbe natürlich wie gerufen. Ein neues Leben, eine neue Stadt, ein neues Haus. Das wollen sie sich natürlich anschauen, auch wenn sie es offiziell noch nicht dürfen, weil das Erbe noch nicht durch ist. Aber sie wollen es trotzdem sehen. Sie haben einfach alle drei so sehr die Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Aber sie merken schnell, dass dieses geerbte Haus ein sehr großes Geheimnis birgt. Darum geht es einerseits, was ist das für ein Geheimnis? Was hat das mit den Schwestern zu tun? Warum erben sie dieses Haus? Aber es geht halt auch mehr als nur um dieses Erbe, sondern es geht halt auch um die Beziehung der Schwestern zueinander. Spannend ist natürlich die Frage, ja, können sie sich wieder näher kommen? Können sie diese Kluft, die zwischen ihnen herrscht, überwinden? Mich hat das Buch sehr ergriffen. Ich habe es total gerne gelesen. Und meiner Meinung nach ist der Inhalt, ja, noch schöner als die äußerliche Aufmachung. Im Februar ist auch etwas passiert, was bei mir sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen ist. Ich habe nämlich ein Buch in nur 2 Tagen beendet. Und zwar dieses hier, Der Seelenbrecher von Sebastian Fitzek aus dem Knammer Verlag. Ein Psychothriller in typischer Fitzek-Manier, den man einfach nicht aus der Hand legen kann. Hier treibt, wie der Titel vermuten lässt, der Seelenbrecher sein Unwesen in Berlin. Die Opfer des Seelenbrechers weisen äußerlich zwar keine Verletzungen oder Misshandlungen auf und sie sind auch noch am Leben. Allerdings scheinen sie in einer Art Wachkoma zu liegen und das stellt die Polizei vor ein großes Rätsel. Sie wissen nicht, was der Seelenbrecher
mit seinen Opfern macht, dass sie überhaupt nicht mehr sie selber sind, nicht mehr sprechen können, sich nicht mehr äußern können. Großes Rätsel. Schauplatz hier ist eine Privatklinik, sehr abseits gelegen und die Handlung spielt sich an einem Wintertag bzw. Abend ab. Protagonist hier ist Kaspar, obwohl man eigentlich weiß, dass es gar nicht sein richtiger Name ist, denn Kaspar hat sein Gedächtnis verloren. Er wurde vor kurzem an den Toren dieser Klinik gefunden, wurde als Patient aufgenommen und er kann sich an nichts aus seiner Vergangenheit erinnern, außer hin und wieder mal so ein paar Flashbacks, die aber auch nicht wirklich Ausschluss über seine Vergangenheit geben. Jetzt passiert hier Folgendes. Eines Abends wird die Klinik eingeschneit. Es herrscht tiefster Winter und es schneit ohne Ende. Und das Klinikpersonal und die Patienten sitzen fest in der Klinik. Keiner kommt raus, keiner kommt rein. Brisant wird es jetzt dadurch, dass der Seelenbrecher irgendwie vorher in diese Klinik eingedrungen ist und ein wirklich sehr krankes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Wie man sich vorstellen kann, ein sehr spannender Psychothriller mit einigen Plot-Twists und mit einem Protagonisten, von dem man nicht weiß, ob man ihm trauen kann, weil er selber und man als Leser kennt seine Vergangenheit einfach nicht. Zusätzlich gibt es hier nochmal eine Rahmenhandlung, die der Geschichte auch nochmal eine ganz andere Dimension verleiht und man bis zum Schluss nicht genau weiß, was das jetzt genau miteinander zu tun hat, wo genau der Zusammenhang jetzt ist zwischen diesen beiden Handlungen. Und stark ging es auch weiter mit dem letzten Buch im Februar. Und zwar ist das Die Perlenschwester von Lucinda Riley aus dem Goldmann Verlag. Das ist der vierte Teil der Die Sieben-Schwestern-Reihe. Ich liebe diese Reihe und ich muss sagen, dieses Buch war ein richtiges Highlight für mich, ein absolutes Fünf-Sterne-Buch. Ich muss ja sagen, dass ich mit den anderen Romanen, den alleinstehenden Romanen von Lucinda Riley, nie wirklich warm geworden bin, zumindest mit denjenigen, die ich gelesen habe von ihr, weil ich einfach der Meinung bin, da gibt es bessere, viel, viel bessere. Aber diese Reihe, die ist wirklich, ja, absolut top für mich. Worum es hier im Groben und Ganzen geht, habe ich schon öfter beschrieben. Aber falls hier jemand neu sein sollte und noch nichts von der Die Sieben-Schwestern-Reihe gehört hat, es geht hier um sechs Schwestern, die alle als Baby von einem Mann adoptiert werden, ihrem Adoptivvater, den sie Pa Salt nennen, und alle Schwestern kommen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Erde. Aufgewachsen sind sie alle zusammen in der Schweiz. Nach dem plötzlichen Tod des Adoptivvaters erhält dann jede Schwester einen Brief und einen Hinweis darauf, wo ihre Wurzeln liegen, wo sie ursprünglich herkommen. Und es ist jeder Schwester freigestellt, diesen Hinweisen nachzugehen und mehr über die eigene Vergangenheit und Familiengeschichte zu erfahren. In jedem Buch begleitet man dann eine dieser Schwestern dabei, wie sie eben jenes macht. Dabei bekommt man immer zwei Handlungsstränge. Einmal die Handlung in der Gegenwart von der jeweiligen Schwester und eine zweite Handlungsebene in der Vergangenheit. Und beide Stränge verweben sich im Laufe der Handlung miteinander. Also anfangs weiß man noch überhaupt nicht, wie diese beiden Geschichten miteinander zusammenhängen, aber im Laufe der Handlung merkt man, wo der gemeinsame Nenner ist. So erfährt man dann gemeinsam mit der jeweiligen Schwester mehr über ihre Familiengeschichte. Außerdem zieht sich auch immer durch alle Bücher die Frage, warum hat Pa Salt ausgerechnet diese sechs Mädchen adoptiert? Und was hat es mit ihren Namen auf sich? Denn alle Mädchen, deswegen die Sieben-Schwestern-Reihe, alle Mädchen sind nach jeweils einem Stern aus dem Sternbild die Sieben-Schwestern benannt, beziehungsweise es gibt auch einen Mythos, der auf diesem Sternbild basiert. So, in die Perlenschwester geht es jetzt um Sisi. Und mit Sisi reist man erstmal zusammen nach Thailand und anschließend nach Australien, wo sie dann nämlich rausfindet, wo genau ihre Wurzeln liegen. Auch in der zweiten Handlungsebene, die im Jahr 1906 beginnt, befinden wir uns zum Großteil in Australien. Das Ganze beginnt in Schottland, aber man verfolgt dann hier nämlich Kitty dabei, wie sie von Schottland nach Australien reist, sich dort verliebt und beschließt, dort zu bleiben und sich ein neues Leben aufzubauen. Ich muss sagen, dass vor allem in dem Teil in der Vergangenheit, in dem es um Kitty geht, manche Entscheidungen der Charaktere mich hier wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Ja, also
Es ist zwar ein absolutes Highlight und Fünf-Sterne-Buch für mich, aber fehlerfrei ist dieses Buch nicht. Es geht bei diesen Büchern halt für mich immer, was heißt fehlerfrei, ist klar. Aber es hat auch so seine Macken und so seine Momente, wo man denkt, echt jetzt. Aber trotzdem, es ist halt irgendwie so dieses Grundgefühl bei diesem Buch, beziehungsweise bei allen Büchern dieser Reihe bei mir, dass ich einfach so sehr liebe, diese Atmosphäre. Dieses Buch hat mich berührt. Es ist sehr emotional. Und außerdem macht es unglaubliche Lust darauf, nach Australien zu reisen. Diese vier Bücher habe ich im Februar beendet. Nicht vergessen, schreibt mir gerne in die Kommentare euer Lesehighlight und ob ihr schon eins der Bücher auch gelesen habt und wie sie euch gefallen haben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!